Erste Frage: Warum ist die Auferstehung Jesu überhaupt so wichtig? Mit der Auferstehung erfüllen sich die alttestamentarischen Prophetien. Damit ist die Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit der Bibel sichergestellt. Die Auferstehung Christi ist die Basis des christlichen Glaubens. Zentrum des Glaubens ist ein auferstandener Christus, der zwar für die Schuld der Menschen am Kreuz starb, aber heute, aber jetzt lebt, im Gegensatz zu allen Religionsstiftern dieser Welt. Wir schauen nicht auf ein Kruzifix, sondern auf ein leeres Kreuz, denn der Retter der Welt ist auferstanden. Und damit einhergeht auch das Zentrum des evangelistischen Glaubens und der evangelistischen Botschaft ist ein auferstandener Herr. Wir sehen in 1. Korinther 15, Vers 14 das Dreigestirn: Christus ist gestorben, begraben, aber auch eben auferstanden. Und die Auferstehung ist natürlich absolut heilsrelevant. Ohne Auferstehung gäbe es keine Erlösung der Menschen, es gäbe keine Vergebung. Darum ist die Auferstehung Jesu so wichtig. Zweite Frage: Was sind die Merkmale, die Besonderheiten der Auferstehung Jesu? Seine Auferstehung war real, sie war tatsächlich, er war wirklich tot und ist dann real tatsächlich auferstanden. Er war nicht nur scheintot, es war auch nicht nur eine Wiederbelebung, sondern er war tot und ist auferstanden und lebt heute. Es heißt in Offenbarung 1, Vers 18, siehe, ich war tot. Seine Auferstehung war auch leiblich, er ist leibhaftig auferstanden. Er ist nicht nur auferstanden in der Erinnerung der Menschen oder als sichtbarer Geist, sondern er ist wirklich leibhaftig auferstanden. Das Grab war leer, sein Leichnam war nicht mehr da, er hatte einen neuen Auferstehungsleib. Christus war auch der Erste der Auferstandenen, er wird der Erstling der Entschlafenen genannt und damit hat er auch die Auferstehung der Menschen sichergestellt, die in der Zukunft noch kommen wird. Seine Auferstehung war auch aktiv, das heißt, Jesus Christus selbst ist aus eigener göttlicher Kraft auferstanden. Er hatte die Vollmacht, die Autorität, sein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Auf der anderen Seite war auch seine Auferstehung passiv, das heißt, aus dieser Perspektive hat Gott ihn auferweckt, ist dokumentiert in Apostelgeschichte 2, Vers 24. Und seine Auferstehung war trinitarisch, das heißt, dass sowohl der Sohn als auch der Vater und der Geist waren beteiligt an der Auferstehung. Auch der Geist war beteiligt an der Auferstehung, wie in Römer 8, Vers 26 dokumentiert ist. Dritte Frage: Was bedeutet die Auferstehung für Christus selbst? Jesus Christus ist der Sohn Gottes und damit Gott selbst. Als Sohn Gottes konnte er sagen, ich bin das Leben in Person und ich bin die Auferstehung. Aber dieser Anspruch, Gott selbst zu sein, wäre ohne Auferstehung null und nichtig. Die Auferstehung bescheinigt seine Gottheit und sie bescheinigt, dass er der Sohn Gottes und damit Gott selbst ist. Christus musste nach dem Heilsplan Gottes, nach dem Ratschluss Gottes für unsere Sünden und Schuld am Kreuz sterben. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir nun die Möglichkeit, Vergebung der Sünden zu bekommen. Aber diese Tat ist nur eine Erlösungstat durch die Auferstehung. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre seine Tat am Kreuz, sein Tod am Kreuz ohne Wirkung, ohne Bedeutung. Aber jetzt ist er auferstanden und lebt und damit ist seine Tat am Kreuz kraftvoll und wirksam, Menschen zu retten. Seine Auferstehung bescheinigt auch die Wahrhaftigkeit Jesu, denn Christus selbst hat mehrmals seinen Tod und seine Auferstehung vorausgesagt. Seine Auferstehung ist damit die Beglaubigung seiner eigenen Worte und er bescheinigt damit, dass er wirklich wahrhaftig ist und sogar die Wahrheit in Person ist. Vierte Frage: Was bedeutet die Auferstehung Jesu für die Menschen? Die Bibel dokumentiert eindeutig, dass alle Menschen auferstehen werden. Die Gläubigen, die an Christus geglaubt haben, werden auferstehen zum ewigen Leben, aber auch die Menschen, die nicht geglaubt haben, werden auferstehen, aber zum Gericht.
Die Auferstehung ist nur möglich, weil Christus selbst auferstanden ist. So wie durch einen Menschen, nämlich Adam, der Tod kam, so kommt durch Christus die Auferstehung. Aber auch das Gericht Gottes ist nur möglich, weil Christus auferstanden ist. Auch die Bibel dokumentiert hier eindeutig, dass Gott alle Menschen richten wird. Und dieses Amt des Richters wird der auferstandene Christus ausüben, der als Weltenherr und Weltenrichter fungiert. Fünfte Frage: Was bedeutet die Auferstehung Jesu für Glaubende? Die Wiedergeburt des Gläubigen steht in engem Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, erfährt er eine geistliche Wiedergeburt. Dabei wird er Teilhaber des neuen Lebens. Er wird Teilhaber an dem Auferstehungsleben Christi. Der Glaubende wird mit Christus lebendig gemacht. Die Auferstehung ist auch die Zustimmungserklärung Gottes zum Erlösungswerk Christi. Aufgrund des Todes und der Auferstehung kann Gott nun Gläubige rechtfertigen. Rechtfertigen heißt, er spricht Menschen für gerecht. Gott spricht Menschen juristisch für gerecht. Denn das Problem der Sünde ist am Kreuz perfekt gelöst. Christus hat die volle Strafe für die Sünden vollständig bezahlt und nun kann Gott aufgrund des Erlösungswerkes Christi und seiner Auferstehung Menschen gerecht sprechen, rechtfertigen. Die Auferstehung der Glaubenden ist auch, wie gesagt, nur möglich, weil Christus auferstanden ist. Auch die Gläubigen werden eine Auferstehung erleben zum ewigen Leben bei Christus. Sie werden einen neuen Auferstehungsleib, einen Auferstehungskörper bekommen, der keiner Verwesung mehr unterworfen ist. Er ist ein Körper für den Himmel. Zusammengefasst heißt das, die Auferstehung Jesu gehört zum Fundament des christlichen Glaubens und ist das Zentrum des Evangeliums. Die Auferstehung Christi war tatsächlich real. Sie war nicht eine Scheinauferstehung oder Wiederbelebung und er ist leibhaftig auferstanden. Das Grab war tatsächlich leer. Er ist der Erste, der auferstanden ist und zwar aktiv auf der einen Seite, aber auch passiv von Gott auferweckt und trinitarisch, das heißt sowohl der Vater als auch der Sohn und der Geist waren an der Auferstehung beteiligt. Die Auferstehung Christi bestätigt sein Werk, sein Erlösungswerk am Kreuz, aber auch die Person, seine Wahrhaftigkeit, seine ewige Sohnschaft und dass er Gott ist. Durch die Auferstehung Christi ist auch die Auferstehung aller Menschen, sei es die Auferstehung zum Leben oder auch die Auferstehung zum Gericht, möglich. Die Auferstehung Christi ist auch die Basis des Gerichtes Gottes, denn der auferstandene Herr wird als Weltenherr und Weltenrichter fungieren. Und die Auferstehung ist natürlich das Fundament, die Basis für den Gläubigen. Sie erfüllt ihn jetzt in der Gegenwart mit Hoffnung und wird aber auch die Basis sein für das Leben in der Zukunft im Himmel mit einem neuen Leib, mit einem Auferstehungsleib, der keine Verwesung mehr unterworfen ist.